till I can't no more. I got the horses in the bag. Hallo, schön, dass du vorbeischaust. In diesem Video zeige ich euch eine einfache Fahrstuhlschaltung. Ein paar von euch haben ja diesen Raum hier schon besucht. Wenn nicht, ich verlinke hier oben nochmal das YouTube-Video. Hier habe ich ja einen Fahrstuhl gebaut. Wenn man unten reinfährt, fährt die Plattform hoch. Und wenn man oben rausfährt, fährt die Plattform wieder runter. Und diese Schaltung werden wir jetzt hier nachbauen. Dafür bauen wir uns jetzt mal hier eine kleine Plattform hin. Open Pellet Cube. So. Wenn das wie bei mir jetzt hier vorne nicht gerade ist, müsst ihr hier vorne auf Grid umschalten. Dann bleibt das immer, die Würfel immer gerade. So, sprühen wir uns hier so ein kleines Ding hin. Manipulieren das ein bisschen größer. So. Und dann brauchen wir noch ein Podest, also eine Höhe, die überwunden werden muss. Nehmen wir einfach so was Grünes hier. Und sprühen uns hier so ein kleines Ding wieder hin. Mit Manipulieren gehen wir wieder da drauf. Jetzt haben wir hier schon mal eine Plattform, die fahren soll und eine Höhe, die überwunden werden soll. Dann passen wir das hier noch ein bisschen an. Manipulieren. Und wenn ihr mit Fahrzeugen drauf fahren wollt, müsst ihr die Platte ein bisschen dicker machen, sonst backt der Buggy ein bisschen unten durch. So. Wir holen uns aus Open Palette Gadgets, Other Ships unsere Grundschaltung wieder raus mit der State Machine und zwei States. Und dann brauchen wir noch ein Piston Gizmo. Den hier. Den bringen wir dann schon. Wir verbinden mit Wire die Hebeplattform mit den oberen Dingen hier oben. Dann die State Machine mit der ersten State und die beiden States untereinander. Konfigurieren. Pistenchip hier unten. Und sagen hier Move to Target. Und hier stellt ihr auch die Höhe ein. Was wird das sein? Puh, sagen wir mal 30 Meter. Distanz in Metern wird hier angegeben. Wenn ich mit Schaltung arbeite, schalte ich die Gizmos aus, damit da nichts rumbackt. Da gehen wir auf Einstellungsrädchen und Play Gizmos. Wenn wir jetzt den Pistenchip an unsere Schaltung anschließen, backt da nichts rum. Feuer. Rot auf Rot. Grün auf Grün. Und hier unten der Blaue auf dem Blauen. Wenn wir jetzt mit dem Wire-Tool über die Kontakte fahren, sehen wir, der rote ist an und aus, der zweite ist Speed in Zentimeter und der dritte ist Move to Target. Das heißt, wie hoch die Plattform fahren soll. Dann können wir jetzt mit Konfigurieren die erste State. Also hier Volume 1 ist hier an und aus, Volume 2 ist Speed in Zentimeter und Volume 3 ist dann Move to Target, also wie, wohin er fahren soll.
Wir sagen, er soll ein sein. Meine Erfahrungswerte sind, wenn ihr hier schneller als 150 einstellt, dann buggt der Buggy unten durch, dann ist die Plattform zu schnell. Also nicht mehr als 150. Die Grundposition ist 0. Da ist er, steht er jetzt gerade. Und dann nehmen wir den hier unten. So. Die stellen wir mit Konfigurieren die zweite State ein. An und aus ist wieder ein. 150. Und der soll komplett hochfahren. Also hier geben wir 99999 ein. Die Höhe wird ja im Gizmo eingestellt. Hier sagen wir nur, er soll komplett hochfahren. 9999. So, achso, können wir noch hochnen. Hoch. So, dann brauchen wir noch ein Trigger Volume unter Open Palette. Gadgets, also Gadgets auf der letzten Seite. Trigger Volume. Das sprühen wir uns hier rein. Gehen mit Manipulieren. Ziehen uns das hier hin. So. Wenn ihr jetzt mit dem Fahrzeug hier drauf fahren wollt, dann braucht ihr ja einen Moment, wo die Plattform noch unten auf dem Boden steht, bevor die hochfährt. Deswegen hier die Triggerzone nicht komplett bis vorne hinziehen, sondern ein bisschen Abstand, damit ihr mit dem Fahrzeug noch, ups, mit dem Fahrzeug noch drauf fahren könnt. Also ihr fahrt dann hier drauf und dann fährt das Ding erst so. So. Jetzt verbinden wir mit Wire die Triggerzone, wenn Entering the Zone, das ist der rote, soll der, das brauchen wir erstmal nicht, soll der umschalten auf hoch. Und wenn Exiting the Zone, also wenn er oben wieder raus ist, soll es wieder runterfahren. Also hier drauf. Zack. Und jetzt können wir den Digismus wieder spielen lassen. Also, wenn man jetzt hier drauf geht, fährt die Plattform hoch. Wenn man aus der Zone rausgeht, fährt die wieder runter. Gucken wir mal, ob die Höhe passt. Dumdidai. Fahren wir noch? Ja. Hier sehen wir, es ist ein bisschen zu weit geworden. Also stellen wir hier unten bei den Gizmo hier unten. Warum sehe ich ihn jetzt nicht? Achso, da oben kommt er. Bing. Hier bei den Gizmo stellen wir jetzt die Höhe wieder ein. Das war ein bisschen zu hoch. Sagen wir 28,5. Fahren wieder hoch. Gucken, ob es passt. Dumdidumdidai. Hochfahren ist was Feines. Bing. Und es passt. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a